mit Jesus Urlauber. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal die Kamera an und denk einfach mal laut. Ich muss das irgendwie mal. Irgendwie muss ich mich mal ausquatschen und es ist irgendwie im Moment ein bisschen schwierig, auf Leute noch zu treffen, bei denen ich mich gerade mal ausquatschen kann, weil gerade alle selber so ihr blaues Wunder erleben, dass die meisten gerade auf wunderschöne Weise mit sich selbst beschäftigt sind. Und mir bleibt dann oft nichts anderes übrig. Was ich allerdings auch sehr schön finde, weil das für mich auch endlich mal Zeit wird, das auch mal zu lernen, was zu tun. Zwischendurch einfach mal ganz bewusst meine Hände einfach mal so zu verschränken. Ich weiß, dass früher immer als abwehrend oder als desinteressierte oder abwehrende Haltungen interpretiert worden. Seit ich aber bewusst meine Hände verschränke, mache ich das vor allen Dingen, um mein eigenes Ego mal zurückzuhalten. In dem Moment, wo ich diesen hier mache, nehme ich mich mal in den Arm und da hören wir mal zusammen zu, was denn da eigentlich im Spiegel von sich war, was wir da gerade uns vor die Nase gezogen haben, was wir da gerade erleben können, dürfen, wenn wir es zulassen. Und das hilft mir unheimlich im Moment. Weil ansonsten würde ich, glaube ich, durchdrehen. Ja, im Moment ist das so, dass was heißt eigentlich im Moment? Was heißt dieses im Moment? Ich sage immer so viele Fraktale. Ne? Das kann in dieser Sekunde sein wie in diesem Jahr. Und es ist halt so, dass ich fange mal einfach hier an, wo diese Geschichte irgendwie angefangen hat. Ich bin ja am 8. Mai hier in Berlin, beziehungsweise ich bin glaube ich schon ein oder zwei Tage vorher hierher gekommen und wollte halt den 8. Mai als den Stichtag der 8513-Aktion gerne im Görlitzer Park verbringen, was ein wunderschöner Tag war und ich so viele Leute getroffen habe, endlich wieder oder endlich mal. Und ja, das ist eigentlich das, was seither nicht aufgehört hat. Das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Das ist für mich auch eigentlich nichts Neues, das mache ich eigentlich jetzt schon ja eine ganze Weile. Leute verbinden, Leute connecten. Das ist halt immer auch letztens mal von jemand anderem vor Augen geführt worden, was ich eigentlich in den letzten 8 Jahren so alles gemacht habe. Es ist mir gar nicht bewusst gewesen selber, wie viele Menschen sich durch das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, über den Weg gelaufen sind und wie viele Leute sich offensichtlich total bewusst darüber sind, auch Leute, die ich, klar kann ich mir merken, wenn ich Leute zusammengebracht habe, die ich persönlich kenne und persönlich zusammengebracht habe. Aber wenn sich Leute, die ich überhaupt nicht kenne, die mir vielleicht höchstens mal eventuell irgendwann eine Mail geschrieben haben oder was weiß ich was, oder die meine Videos zum Beispiel gucken, weil die wissen, was ich mache. Und darüber halt eben Leute kennengelernt haben. Ganz bewusst so, dass sie mir das sagen können. Und ich habe das halt in den letzten Tagen mehrfach gezeigt bekommen, was meine Arbeit eigentlich wirklich für eine Auswirkung hat im Außen. Und ich habe immer gesagt, das sieht keiner. Und das ist aber auch, weil ich es selber im Außen nicht sehen konnte. Aber nach 9 Jahren hartnäckiger Arbeit und ständig
das tun, konsequent, was ich im jeweiligen Moment für das Richtige halte. Und das ist meine Direktive. Das ist, wonach ich lebe. Alles andere ergibt sich darin. Vor allen Dingen ist das bei jedem ja irgendwie anders, mit anderen Variablen ausgelegt. Und so ist das halt eben. Ne, ich habe halt in der letzten Zeit immer wieder mal auch das angesprochen, meine Problematik mit, dass ich, Mensch, eigentlich ja tätowiere, um den Peace Trail finanzieren zu können und mich nicht so ganz glücklich war mit der Situation, wie sie war, weil ich halt sehr viel eigentlich rumgefahren bin und Sprit verbraucht habe, um zu den Leuten zu kommen, bei denen ich das Geld verdienen konnte, die aber jetzt nicht unbedingt eben die Netzwerker sind, um die es mir eigentlich beim Peace Trail geht, die zu besuchen, die zu connecten, die zusammenzubringen, und zwar real. Ist in den letzten Tagen so eine Idee gekommen, das ist eigentlich also das ist eigentlich, was wir jetzt ja gerade alles. Wir reden die ganze Zeit davon. Es ist so ein Gelaber die ganze Zeit, aber letztendlich wird es jetzt endlich auch sichtbar, wie wir vernetzt sind. Und so wie halt eben jetzt auch die Wir-Karte gerade deutlich macht, dass es noch eine Vernetzung über die Internetvernetzung hinausgeht, gibt, ja, und dann ist das natürlich logisch, dass das natürlich quasi eine Realvernetzung ist. Und das ist das, womit ich eigentlich auch seit Jahren ja schon beschäftigt bin, warum ich im Bus lebe, warum ich seit 8 Monaten nonstop unterwegs war, um Leute zusammenzubringen, und zwar die richtigen. Die, wo ich merkte, hey, die müssen sich mal kennenlernen. Woher wusste ich das? Weil ich die vorher schon kennengelernt habe, weil ich durch die Gegend fahre. Und eigentlich, also ich habe da halt so vor 6 Jahren ungefähr mit angefangen. Nee, 2006, schon 7 Jahre her. Ne, wo ich quasi eigentlich 24 Stunden am Tag nonstop unterwegs bin. Und dann auch meine Arbeit halt eben selber finanzieren. Ja, ich habe mir gedacht, früher habe ich 100 Euro die Stunde genommen in meinem Tattoo-Studio. Heute nehme ich 50 Euro die Stunde mit meinem mobilen Tattoo-Studio. Und das ist eigentlich, glaube ich, na, für mich hat das bisher soweit eigentlich immer gereicht. Das hat auch gereicht, um die Projekte soweit voranzutreiben. Soweit. Ne? Und das Ding ist das Ding so. Jetzt gerade stehe ich quasi, bin mal wieder in Berlin gestrandet. Ist jetzt dieses Mal nicht so ganz so schlimm, weil ich hier wenigstens Kontakte habe. Der Hund ist gut versorgt, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Aber der Tank ist leer. Ich habe noch einen 5 Liter Reservekanister, den ich vielleicht nachher noch meinen Tank schütte, wo ich sonst wahrscheinlich stehen bleibe irgendwann. Und leerfahren ist mal scheiße beim Diesel. Ne? Ja, ich habe kein Internet mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich dieses Video überhaupt hochladen werde. Das ist gerade einfach mal für mich. Ich muss mich einfach mal ausquatschen. Tank ist leer. Portemonnaie ist leer, Reisekasse ist leer. Ich habe noch was zu rauchen geschenkt bekommen. Ich habe auch keinen Hunger, zu essen ist auch genug da. Fuzzi ist versorgt. Ich habe einen trockenen Platz zum Schlafen. Aber ich kann gerade nicht wirklich sehr effektiv arbeiten.
Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht mal wirklich die Möglichkeiten, nach jemandem zu suchen, der gerne ein Tattoo hätte. Das Ding ist, seit 3 Wochen, seitdem ich hier bin, sage ich eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich hier bin und dass auch Tattoos und bla bla. Aber irgendwie soll das wohl gerade nicht, weil ich kriege keine Aufträge gerade. Und bei sowas bin ich ja dann meistens nicht traurig, sondern denke mir, okay, das hat einen Grund. Was hat das für einen Grund? Keine Ahnung, schau es dir an, es passiert gerade vor dir, ja. Ach so, ja. Und dann wieder den Film gucken. Und so habe ich halt eben die letzten 3 Wochen damit auch zugebracht. Ich wollte halt auch explizit ja eigentlich gar nicht mehr dem Geld hinterherlaufen und habe es dann aber doch wieder so ein bisschen wenigstens noch getan für die Projekte. Heute hat es mich ein bisschen unter Druck gesetzt, weil wir die Pearl umgemeldet haben. Und dann was passiert ist, was mir sehr unangenehm war. Ich war davon ausgegangen, Steuer ist bezahlt. Aber das interessiert beim Ummelden nicht. Die Bürokratie macht es nicht möglich, dann einfach zu sagen, okay, dann muss einfach die Steuer, wenn das alles das Gleiche ist, dann eher so, nee, Steuer muss jetzt nochmal bezahlt werden. Das heißt, muss ich irgendwie gucken, wo ich 280 Euro in ganz schneller Zeit herbekomme, schneller als das Finanzamt es von Marias Konto abbucht. Doofe Situation und ich wusste noch nicht mal, wie ich drumherum komme. Und so steht das halt im Moment auch noch im Raum. Das macht es alles ein bisschen kompliziert und unangenehm. Aber das soll halt auch gerade so sein. Und ich gucke es mir halt eben an. Ne? Ich sage nicht immer, wir müssen uns das angucken. Ich gucke mir diese Dinge auch wirklich an. Gucke, was passiert. Und gucke, dass ich Ruhe bewahre. Überhaupt so, ne? Alle die wir die ganze Arbeit gerade machen, Gunnar auch. Scheiße, Mann, ey. Ich weiß, dass der Gunnar auch 24 Stunden am Tag mit diesen Projekten beschäftigt ist. Wenn man mit diesen Projekten so beschäftigt ist, da kann man gar nichts anderes mehr. Ey, der Gunnar lebt auch für nichts anderes mehr. Der lebt diese Projekte. Und jetzt, spätestens seitdem wir das mit der Wirkarte angefangen haben, hat er mal gar keine Ruhe mehr. Ey, früher habe ich 100 Euro verdient, eine Stunde für Tätowierungen. Seitdem ich angefangen habe und quasi keinen Cent meiner Stunde für als Weltfriedensinstallateur zu arbeiten, was für mich eigentlich eine weitaus sinnigere Arbeit ist, definitiv, als zu tätowieren, den Weltfrieden zu installieren. Sollte eigentlich besser bezahlt sein als tätowieren. Ist es aber nicht. Und deswegen ist es halt dann so, dass man da halt eben statt was zu verdienen, quasi seine Zeit schenkt. Weil man sie eben nicht bezahlt bekommt. Aber man macht den Job trotzdem, weil es eben sinniger ist als tätowieren. Und zwar mache ich es 24 Stunden am Tag, selbst wenn ich tätowiere. Weil das Tätowieren auch wieder nur dazu da ist, um was anderes für den Weltfrieden zu machen. Weltfrieden, ne? Das ist jetzt einfach wieder so eine Terminologie. Na? Das Ding ist, der Gunnar sitzt genauso da. Das ist echt kacke. Irgendwie mussten wir mal was machen. Das war für sowas eine zentrale. Was denn? Jetzt könnte ich ja wieder einen Spendenaufruf machen. Ne? Aber wohin denn? Ich habe noch nicht mal ein Konto. Ne? Der Gunnar hat wenigstens noch ein Konto. Das ist cool. Also wer dem Gunnar schon mal einfach, und wenn das nur ein Zehner ist, schreibt den Gunnar mal an, fragt mal kurz nach der Kontonummer. Der kann euch wenigstens seine Kontonummer geben. Dem könnt ihr so helfen. Und
dadurch, dass ich im Moment hier nicht tätowieren kann, habe ich natürlich eben geguckt, was ich ansonsten mache. Und habe eben meine anderen Möglichkeiten genutzt. Habe das mit den Massagen endlich mal kultiviert. Und ja, es ist so, ich massiere ein wenig anders als andere. Bloß weil die Frauen, die ich dabei massiere, dann meistens Orgasmen bekommen, muss das nicht bedeuten, dass das was Unseriöses sei. Und dass ich für diese Massagen Geld nehme, ist auch nicht unseriös, sondern ist aus einer Notdurft. Ich prostituiere mich. Ich mache Frauen Orgasmen, damit ich damit den Weltfrieden installieren kann. Darf ruhig Spaß machen, so ist das nicht. Muss nicht immer wehtun wie beim Tätowieren. Muss nicht immer einer bluten. Wie krass, ne? Ich verschenke meine Zeit. 100 Euro die Stunde wert. Rechne mal hoch, 24 Stunden am Tag. 6 Jahre lang. Wie viele Millionen habe ich inzwischen in den Weltfrieden investiert? Und am Fiskus vorbeigehen lassen. Weil ich auf jeden Fall definitiv sagen kann, in den letzten 6 Jahren habe ich definitiv keinen einzigen Cent verdient, den ich versteuert in den Fiskus. Also das Geld war schon versteuert und natürlich, wenn an der Tankstelle bezahle ich auch Steuern und so. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und so für das Auto und jetzt auch noch 280 Euro mehr. Weil, warum eigentlich? Wieso habe ich meine terranischen Nummernschilder noch nicht drauf auf dem Auto? Weil ich ein Schisser bin, wie alle da draußen. Weil ich dafür gerne Rückendeckung hätte, weil ich in diesem Auto wohne, weil ich mir nicht leisten kann, dass... Ne? Wie die Polizei mein Auto wieder wegnimmt mit allem, was drin ist. Wie vor 3 Jahren. Und... Ach Mann, ne? Was fehlt ist Rückendeckung. Was fehlt ist, dass die Leute auf einmal sehen, dass die Deutschen ausrasten. Ausklinken. Aussteigen. Diese Woche diese fucking geile Rede von dem Ken Jebsen gesehen oder Ken Jebsen oder nenne der Kenny. Kannte ihn vorher auch noch nicht. Nur scheißegal, was über den Kerl erzählt wird, aber was der in der Rede vom Stapel gelassen hat, war Wort für Wort Gold wert. Damit meine ich, dass es lohnt sich, so eine Rede 5 bis 10 Mal anzuhören, damit man es im Kopf hat, damit man auch weiß, warum es Sinn macht, rauszugehen. Aus diesem Kacksystem. So, ich rauche mir jetzt einen. Bleibt denn nicht anderes übrig? Kein Internet mehr. Aber zu kiffen hat er geschenkt gekriegt. Nutzen, was da ist. Was soll ich gerade nicht kiffen? Ich sitze hier rum und weiß nichts mit mir anzufangen. Doch, natürlich weiß ich, was mit mir anzufangen, ne? Weil ich mache hier ja gerade was. Lass hier jetzt gerade nicht Trübsal. So, ich bin jetzt am Ende eines Spielings. Und ich bin gegen die Dumme. Und dann kommt mein Mutter und kommt mein Nachhall auch noch.
Ich kann das bald selber nicht mehr hören. Ich durfte mich am Wochenende selber nochmal hören. Boah, bin ich mir um den Sack gegangen. Wie könnte ich das gerade mit diesem Bewusstsein auch nur ansatzweise überhaupt sagen, wenn ich es nicht erlebt hätte? Ich bin am Samstag echt durch die Hölle gegangen. Und offensichtlich nicht nur ich, das hatte wohl offensichtlich auch mit dieser Portalöffnung zu tun. Dazu hatte ich eine Frage geschrieben. Mir kam die Idee, mal kurz nachzufragen, was das mit dieser blöden Portalöffnung am 25.05. auf sich hatte. Nicht blöd, Entschuldigung, überhaupt nicht blöd. Aber da so viele so stolz darauf waren, dass sie das Portal geöffnet haben. Und ich mir dann mal angeguckt, ja, alles klar, ich sehe, dass es auf ist. Aber was bewirkt es? Wem haben wir denn da eigentlich das Portal geöffnet? Ja. Und dann kam die Antwort, habe ich mir dann, weil ich keinen Computer mehr hatte, keine Akkuleistung, habe ich mir dann hier aufgeschrieben, die guten alten Zettel, ne? Auch wenn man die manchmal suchen muss, aber Dateien muss man auch manchmal suchen. Ich mache hier noch gerade so ein bisschen Kräuter drauf, die brennen hilft. Könnt das nicht sehen, braucht auch nicht, nicht so schlimm. Real-Life-Auswirkungen der Portalöffnung am 25.05. letzten Samstag. So, offensehbar kam als Antwort, hat dieses Portal eine Armee von Dämonen in unsere Dimension, in unseren Wahrnehmungsraum gelassen. Was ein Schlimmes ist. Jetzt denkt nicht so, oh scheiße, jetzt unterstellt er uns, wir hätten die 7 Tore der Hölle geöffnet. Nö. Also eins auf jeden Fall. Und das ist auch gut so, ne? Weil wie soll das Armageddon mal zu Ende gehen, wenn nicht letztendlich dann endlich mal alles auch dann auf den Tisch kommt und dann in jedem selber die Entscheidung getroffen wird, ob gut oder böse gewinnt. In ihm. Ne? Der Kampf geht immer in uns. Das ist das Armageddon, haben wir mittlerweile rausgefunden auch, dass das nicht irgendwie... dass wir uns das nicht zu Hollywood-spektakelig vorstellen sollten, sondern eher so Zen-spektakelig. Exzessiv Ruhe genießend inmitten des Chaos. Ja. Achso, es geht noch weiter. Habe ich auch hier, ne, warum das gut ist. Sie geben uns gerade die Möglichkeit, sich unserem größten Feind gegenüberzustellen. Diese Dämonen sind ja letztendlich Programmierungen in uns, ja, und wie gesagt, Dimensionen geöffnet in den Wahrnehmungsraum. Eingriff, einen Tritt gewähren lassen, das heißt, auf einmal kommt Gellerleichen hoch. So kann man das auch ausdrücken, ja. Ich war auch schon wieder ein bisschen sehr in Portalöffnungen hier, Avengers und so, und auf einmal kommen da aus dem Loch dann die Dämonen raus, so das Bild passt dazu, sollte man sich aber nicht zu materiell vorstellen, sondern halt eben energetisch, das bedeutet, in unserer Wahrnehmungskugel taucht auf einmal was auf, was, wie auch viele Leute mitbekommen haben, übers Wochenende und den Tagen darauf sehr, sehr unangenehm, zäh und ja, zu kauen ist wie Gummi. Also unseren Feind gegenüberzustellen, nämlich uns selbst, unserem größten Freund, genauso, jetzt sind wir, ne?
können wir uns dann aussuchen, ob wir jetzt uns freundlich oder feindlich gesonnen sind. Und dann steht da drunter, unsere Egos können spalten und sie können einen. Sowohl als auch. Das liegt immer an der Denkrecht. Bin ich gerade gegen jemanden oder für jemanden? Und das ist, was für mich dann real ist. Ja? Also einfach nur noch mit für, mit allem, wenn man miteinander, muss man einfach in sich das öffnen. Ja. Und dann kann das passieren. Aber man muss, wenn man was erleben will, muss man dem ja erstmal die Möglichkeit einräumen. Wenn ich aber die ganze Zeit quasi so sage, ja, ich will dich haben, aber du kommst hier nicht rein, weil ich mich weigere, die dafür nötigen Gedanken zuzulassen, ne, dann kann das natürlich nicht passieren. Das eine spaltet dann, das andere eint. Das ist, also die Ist-Situation, gibt uns gerade die Möglichkeit, den Unterschied zu erkennen und den bewusst und dann bewusst mit diesen Dingen umzugehen. Ja, also den Unterschied zwischen dem Spalten und dem Einen. Alles ist Heilung. Auf den Weltfrieden. Hier. Mag total blöd klingen, aber das hilft mir gerade, mich an dem Tag zu erfreuen. Hey, das ist alles, also Tank ist leer, Portemonnaie ist leer, keiner liebt mich. Stimmt ja nicht, habe ich am Samstag gedacht. Ich kriege keine Aufträge. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock hier zu sitzen und sowas zum Anlass zu nehmen, das Leben zum Drama zu machen. Okay. Hey, wir haben was zu kiffen. Und ich habe auch was zu essen da sogar. Mir nicht angeben. Aber ein bisschen nicht da. Und Wasser habe ich auch noch hier. Und im Notfall ist da vorne ein Fluss. So mache ich das. Wenn ich pinkeln muss, dann gehe ich raus. Aber wenn ich dann um Rückendeckung bitte, in Form von, hey, überlegt euch, was ihr im Rahmen von 8513 so machen könntet und vielleicht sogar bereit seid zu tun. Wenn ich dann einfach mal sage, hey, ab 1. Juni zahlt mal keine Mieten mehr in Bezug auf das, was Ken Jebsen gesagt hat. Hey, mal einmal, einfach einmal einen Monat. Bis zum Ende des Monats wird den anderen nichts übrig bleiben, als mitzuziehen. Wenn all die, die wirklich was ändern wollen und das behaupten, verdammt viele, die aber dann die ganze Zeit noch mit den Sachen beschäftigt sind, warum sie es nicht können, eigentlich haben sie nur Schiss. Das kann man nicht mal anlasten. Aber das müssen wir uns auch mal bewusst machen. Dass Reden nun mal einfach nicht bringt. Bringt die nötige Inspiration, aber eben keine Erfahrung. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und Machen ist unbezahlbar. Kann man mit Gold und Silber nicht aufwiegen. No. Nerv. Ich könnte auch noch mal eine Dusche gebrauchen. Meine Haare sind total. Ja, so ist das manchmal als Weltfriedensinstallateur.
ist jetzt nicht so der Beruf, womit man stinking rich würde. Doch eigentlich ist das der Beruf, der mich stinking rich gemacht hat. Ich habe noch gar keine Kohle. Aber ich habe noch was. Und ich habe noch vieles andere. Achso, ne? Zwei Handys. Zwei leere Karten. Heute kein Internet mehr. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wann ich das Video hochladen kann. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch hier? Ach, anderthalb Stunden ab, warte mal. Da geht ja noch. Sollte irgendwer noch mitgucken, Respekt. Ach ja, und dann kamen noch so andere Themen noch wieder auf. Durfte ich mich dann auch nochmal darin üben, mich nicht treffen zu lassen von irgendwelchen Angriffen, von irgendwelchen Leuten, die einfach keine Ahnung haben, wovon sie reden. Und sich in Dinge einmischen, die sie einfach nichts angehen. Und aus dem Glauben heraus, irgendjemanden zu schützen, andere dann öffentlich im Internet zu denunzieren, als ob das was bringen würde. Ja, es gibt Menschen auf diesem Planeten, die sich von mir ausgenutzt fühlen. Werden die so lange tun, bis sie irgendwann merken, dass ich trotzdem alles, was ich kann, jederzeit immer noch für sie tue. Das ist nur oftmals was ganz anderes, als was die von mir erwarten. Und genau an dem Punkt ist das dann immer so, wenn ich irgendeine dieser Erwartungen nicht nachkommen kann. Momentchen mal, kleinen Moment bitte. Hallo Sarah, grüß dich. Ja. Also morgen früh könnten wir es machen. Hä? Also nicht früh, ne? Nicht zu früh. Wollen wir nicht. Nee, aber ich bin um 2:30 mit dem Emil verabredet. Der möchte gerne irgendwie sein Silberabzeichen machen. Muss noch vom 3-Meter-Brett springen. Also fahre ich morgen mit dem Schwimmen und kann mich ein bisschen nützlich machen. Und dann, also um 2:30 wäre das. Vorher könnten wir gerne rumtouren. Ich sagte ihm, mein Sprit ist leer und ich bin pleite. Wir müssten also irgendwie ein bisschen reintanken. Und dann fahre ich dich gern durch die Gegend. Aber du weißt, dass das kein Lieferwagen ist. Das ist ein ausgebauter Bus, ne? Also. Na, gucken wir einfach. Irgendwie kriegen wir es schon hier rein. Alles klar, machen wir bitte. Ja. Was schätzt ihr denn, wie lange wir brauchen, grob gerechnet? Ja, dann lass uns doch einfach um 1 sagen. Dann bin ich um 1 bei euch. Ach so, Moment. Ach, ich bin ja bekloppt. Ja, das sind ja bis 2:30 sind nur 1,5 Stunden. Ja, ne? Ja, lass uns um 12 treffen. Bin ich um 12 bei dir. Wo bist du dann? Zu Hause oder im Laden? Boxhagener 32. Jo, machen wir. Alles klar? Ja, prima. Supi, alles klar. Dann bis morgen. Ciao. Ciao. Ja, live erlebt, wie es gehen kann. Ne?
zack, ruft jemand an, ohne es zu wissen und hilft mir aus der Patsche. Morgen kann ich auf jeden Fall schon mal wieder beim Umzug helfen. Ne? Mach ich gerne, danke. Ja, auf jeden Fall. So. Ne, und ich brauche dafür nichts. Die Projekte brauchen dafür was. Wenn dann wieder Sprit im Tank ist, wenn es nur ein bisschen ist, super. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht, schau mal. Ja. Respekt, wenn ihr immer noch da seid. Ja, ich hatte dazu aufgerufen, keine Mieten mehr zu zahlen. Und dann sagte man mir, das sei unverantwortlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Nehmen wir mal einen Zeitpunkt, wo er nicht... Ne, ich rufe da eigentlich latent, nicht jeden Tag, aber seit 2007 zu auf. Seit September 2007 habe ich das erste Mal aufgerufen, keine Mieten mehr zu zahlen. Und habe seitdem auch keine Miete mehr bezahlt. So einfach ist das. Und habe seitdem keine Miete mehr gezahlt. Klar, jetzt lebe ich in einem Bus. Ich lebe in einem Bus. Andere leben auf Höfen. Andere leben wieder ganz anderswo. Ich kenne einen, der lebt auf einem Schloss. Ich meine jetzt ein richtiges Schloss, nicht so wie Krampfer. Der ruft da quasi. Der hat da sein Kost und Logis. Hat da sein Zimmer, WLAN, alles. Da fällt genug zu essen ab. Und er braucht eigentlich überhaupt gar nicht groß anders. Und kriegt dann, glaube ich, auch noch irgendwie ein Taschengeld. Und ist glücklich. Weil er irgendwann einfach gesagt hat, ich kann die Miete sowieso nicht mehr zahlen. Also lasse ich es jetzt auch einfach. Und ich habe, ne, ich hatte noch unter den Post dann drunter geschrieben, nachdem der Vorwurf kam, es sei unverantwortlich, habe ich drunter geschrieben, in meinen Augen ist es unverantwortlich, Miete zu zahlen, vor allem wenn man eh nicht kann. Weil das muss doch irgendwie mal einleuchten, dass wenn wir alle auf einmal aufhören, die Mieten zu zahlen, weil wir sagen, wir sind dafür, dass Wohnung und Essen auf jeden Fall für jeden Menschen kostenlos und absolut frei und selbstverständlich zur Verfügung stehen sollte. Nur dann hätten wir den Hunger aus der Welt geschafft. Sind wir soweit klar? Das funktioniert ausschließlich, wenn wir aufhören, Mieten zu zahlen. Und da wird uns keiner von den Vermietern zu auffordern. Irgendwann wird es nicht den Tag geben, wo in den Nachrichten berichtet wird. Hey, die Politiker haben beschlossen, ihr könnt jetzt alle frei wohnen, ihr braucht nie wieder Miete zu bezahlen und dafür habt und was zu essen habt ihr auch noch. So, und dann, jetzt gucken wir mal am Rest. Der Tag wird nicht kommen. Die Politiker spielen ihr Spiel. Und das müssen die auch. Die können kein anderes Spiel spielen. Aber es ist nicht Teil deren Spiel, uns zu freien Menschen zu machen. Das müssen wir selber machen. Und das funktioniert nur, indem man eben boykottiert und einen Generalstreik ausruft und einfach nicht mehr arbeiten geht und keine Mieten mehr zahlt und keine Steuern mehr zahlt. Zumindest einfach mal da, wo es geht. Nach dem Aufruf habe ich nicht nur gesagt bekommen, es sei unverantwortlich, sondern ich habe das stand dann als Kommentar unter dem Aufruf. Aber ich habe etliche Mails bekommen, in denen drin stand, mit der Miete ist so eine Sache, da habe ich gerade sowieso so ein Problem mit. Jeder seine eigene Geschichte, aber eigentlich immer alles Gleiche. Die Kohle fehlt. Ja, verdammte Hacke, was muss denn noch passieren? Müssen die Leute wirklich erst auf der Straße landen? Ich traue uns mehr zu. Ich traue uns zu, dass wir in der Lage sind, nicht auf der Straße zu landen, sondern von uns aus das zu tun, was nötig ist, damit das alles überhaupt gar nicht passieren kann. Wir müssen das System aushebeln.
Wir kommen da nicht drum rum. Das müssen wir aus uns heraus tun. Weil das System in uns wirkt. Und nur da können wir das ändern. In uns. Das System ist nicht das Problem. Unsere Reaktion darauf ist das Problem. Dass wir so in Resonanz damit gehen und dieses System so leben, das ist das Problem. Und da kann man hier und jetzt mit aufhören. Ja, und das ist ein Prozess, dieses Aufhören. Das ist nicht so, alles klar, dann ist ab jetzt die Welt völlig anders. Ach nee, doch nicht. Ach nee, scheiße, funktioniert nicht. Der Bauch hier redet wieder scheiße. Sondern das ist ein Prozess. Es fängt mit einem Entschluss an. Mit einem Endschluss. Mit Schluss, mit einem Schlussstrich. Es fängt an, dann sage ich bis hier und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Bis hier habe ich so gelebt, wie ich sollte. Und ab hier tue ich, was ich kann. Ohne dass es stresst, ohne dass ich irgendwas machen muss, was ich gar nicht machen will. Aber endlich die Dinge tun, die ich will und ich nur deswegen nicht mache, weil ich Angst davor habe, sie zu tun, weil man mir entsprechende Konsequenzen androht. Oder mir auch noch viel krasser, meine Moral da in Mitleidenschaft zieht, ne, weil es wurde immer dann gesagt, ja, das kann man doch nicht machen, da leiden dann die Vermieter drunter. Nee, die Vermieter leiden nicht darunter, wenn wir die Mieten nicht zahlen. Die Vermieter leiden unter dem Hamsterrad, in dem auch die drin leben. Wie kann man denn so kurzsichtig sein? Entschuldigung, ist nicht böse gemeint, aber mo. Yeah. I got the blues. Ist schon ein hartes Leben, ne? Lange nicht mehr gespielt, meine Hand ist kaputt, aber scheiße. Mal ganz im Ernst. Was irgendwie die ganze Zeit immer klarer wird, dass all die Dramen, die wir erleben, all die Probleme, die wir sehen, all die Gegner, die Missstände, genauso wie die schönen Sachen auch, Geschichten sind. Dass das Geschichten sind, die ein Ende eine Handlung, also ein Anfang, eine Handlung und ein Ende haben. Alle, immer. Spätestens, wenn wir sie nachher erzählen können, sind sie ja vorbei. Meistens sind sie schneller vorbei, als wir sie überhaupt erzählen können. Wenn man sie passieren lässt. Aber wenn man sie nicht passieren lässt,
Eine Geschichte wie Monsanto. Eine Geschichte wie alles, wo man sich gegenstellen kann. Eine Geschichte wie Hunger. Eine Geschichte wie Psychopathen und Pädophile und Geschichten wie Atomkriege und Bedrohung durch Terroristen. All diese Geschichten, die wir uns erzählen können, die wir, wenn wir so uns im Nachhinein erzählen können, auch ganz bewusst als Geschichten, mit dem nötigen Abstand, ohne die Identifikation, stell dir mal vor, du würdest eine Geschichte erleben und jedes Mal, wenn du sie erzählst, 1:1 wiedererleben. Ist ja meistens nicht so, weil wir den nötigen Abstand haben, weil wir uns in dem Moment nicht mit der Rolle identifizieren, die wir in der Geschichte gespielt haben. Der Unterschied zu der anderen Zeit, wo wir in der Geschichte drin waren, wo wir sie gerade erlebt haben und nicht Revue passieren lassen oder sie uns vorstellen, die haben wir nicht nur überlebt, diese Situation, jede einzelne bis hierhin, sondern wir haben uns in den Momenten, wo wir die Geschichten erlebt haben, mit den Rollen identifiziert, die wir in diesen Geschichten gespielt haben. Das ist nicht gut oder schlecht, das ist nicht tragisch oder Hoffnung bereitend. Das ist einfach so. Und wo wir gerade darüber reden, können wir was daraus machen. Nämlich, dass das hier gerade eigentlich auch nur eine Geschichte ist. Ich bin ja im Moment gerade nur der, der ich jetzt gerade bin, der dieses Video macht und sich das Tütchen dabei hat. Gestern war ich ganz jemand anders. Und habe auch ganz andere Sachen gemacht. Und morgen bin ich wieder jemand ganz anders. Das kann ich aber erst so klar sehen, seit ich vor allen Dingen erstmal mir bewusst gemacht habe, dass ich mit 10 jemand ganz anderes war als mit 20. Und mit 20 noch wieder jemand ganz anderes als mit 30 auch dann. Und mit 40 auch wieder ganz jemand anders bin. Und dass ich mit 35 auch anders war als mit 39. Und dass ich mit 37 auch anders war als mit 35 oder 39. Und dass ich vor 2 Wochen auch ganz anders war. Und dass ich gestern ganz anders war. Und eigentlich, als ich eben den Computer angemacht habe, war ich auch jemand ganz anders. Ich habe mich ganz anders gefühlt. Ich bin in meinem jeweiligen Hier und Jetzt das, was ich gerade bin. Und wenn ich mir das einfach angucke, dann sehe ich, was ich bin. Und dann kann ich... Ich drücke mich gerade so ein bisschen davor zu sagen, nach freiem Willen leben. Das ist eigentlich eher ein Nebeneffekt. Vielmehr ist es so dieses... Die ständige Infragestellerei des Selbst hört auf. Das fällt weg, das ist raus aus der Wahrnehmung. Und dadurch, dass das raus ist aus der Wahrnehmung, sieht man die Dinge völlig anders. Sich selber sieht man völlig anders. Viel freundlicher auch. Automatisch. Kann auf einmal mehr mit sich anfangen. Manchmal bekommt man Gelegenheiten, Dinge zu tun, die danach nie wiederkommen.
Aber es kommen immer wieder die Gelegenheiten, die Dinge zu erleben, mit denen wir uns beschäftigen. Und früher habe ich oftmals bereut, Dinge getan zu haben und noch viel mehr bereut, Dinge nicht getan zu haben. Aus welchen Gründen auch immer. Im Prinzip war es immer Angst. Angst vor den Konsequenzen, die mich davon abgehalten haben, mich einfach frei zu bewegen, unbedarft. Wie mein kleines Hündchen, wie der Tito. Der einfach seine Nase überall reinsteckt. Und das mal guckt. Und keine Angst, keine Scheu, keine Furcht zeigt, hat. Sondern pure Neugier, pure Lebensfreude. Und wenn er nur neben mir spazieren läuft. Mein großer Lehrer in diesem Bereich. Unbedarft zu sein. Staunen wieder zu erlernen. Wirklich frei zu sein. So wie wir das als Kinder schon waren. Als wir noch eigentlich alles durften, als wir noch niedlich genug waren, dass man uns nicht böse sein konnte für irgendwas. Wenn wir uns immer noch ebenseitig einfach genau so behandeln würden, wie kleine Babys, die ruhig mal irgendwie einen Tapser sich erlauben dürfen und nicht sofort dafür eingekerkert werden, wenn sie mal einen Fehltritt sich erlauben, weil die anderen sich zum anmaßenden Gott erheben, um einen strafen zu müssen. Kein Wunder, dass die Christen alle an einen strafenden Gott glauben. Einen von sich getrennten. In diesem Glauben bin ich aufgewachsen. Ich weiß, wovon ich rede. Das früher alles auch. Auch die Frage nach Gott. Und eigentlich die Frage nach Gott. Immer eine Frage nach sich selbst. Wer sich selbst gefunden hat in allem, für den wird das Wort Gott zu Schall und Rauch. Was man dann wahrnimmt, das ist mit so einem Wort nicht zu beschreiben. In der Bibel steht als Gebot, macht euch kein Bild von mir. In dem Moment, wo wir uns ein Bild von Gott machen, sehen wir ihn nicht mehr in allem. Das ist das, was passiert. Wenn man Gott sehen will, dann muss man einfach die Augen öffnen und gucken, was man sieht, weil Gott ist in allem, steht auch in der Bibel. Und ich weiß, dass das auch im Koran steht. Na, wenn er in allem ist, dann ist er auch in diesem Feuerzeug, auch in dieser Tüte. Dann ist er in diesem Bus, dann ist er in dieser Stadt, auf dieser Erde. Dann ist er das gesamte Universum und zieht sich durch alles durch, durch alles. Und wenn ich Gott sehen will, dann muss ich das nur sehen. Gott ist auch ein Feuerzeug. Oh mein Gott! Was ein Drama. Man kann etwas anderes anbeten als etwas, was in Gold gepudert ist. Hey, alles, was ich wahrnehmen kann, ist meine Wahrnehmung. Am Ende geht nichts anderes. Ich kann nichts anderes wahrnehmen als meine Wahrnehmung. Wenn alle Antworten in mir zu finden sind und wenn alles eins ist, ja, dann mach deine Augen auf, mach deine Ohren auf und höre seine Stimme in allem, was du hörst. Das ist die Stimme Gottes. Stell Fragen.
Und dann mach Augen und Ohren auf, weil die Antworten immer kommen. Aber tu nicht so, als würde die Antwort nicht kommen, bloß weil du dazwischen quatschst und sie nicht mitbekommst. Wenn du vor solchen Sachen anfängst zu reden, dann wirst du immer direkt irgendwie angeguckt wie so ein der Nächste Erleuchtete. Der Nächste. Das ist aber eigentlich nur von den Leuten, die selber nach Gurus suchen. Von Leuten, die eigenständig sind, höre ich sowas nicht. Die werfen mir nie irgendwie diesen Guru-Komplex vor. Da kriege ich immer nur von Leuten zu hören, wo ich irgendwie auch mitbekomme. Du bist auch irgendwie auch wirklich auch trotzdem noch immer so ein bisschen Meinungsvertreter, ne? So, ich gehe mal Klinken putzen und guck mal, wo ich meine Meinung loswerde. Ja, what the fuck? Na, scheiß drauf alles einfach. Das muss man wirklich mal machen. Man muss wirklich mal sich erlauben, mal einfach auf alles zu scheißen. Hey! Wer hat in dieser Gesellschaft noch nicht das Gefühl gehabt, irgendwann mal egal zu sein und dass gerade alle auf ihn scheißen und die Bekanntesten und die Prominenten sind noch am meisten von diesem ganzen Krempel irgendwie betroffen, weil die so im Rampenlicht stehen und das sind Opfer, die erbringen Opfer, diese Seelen. Ich habe einen riesengroßen Respekt vor dem, was Prominente auf sich laden. An Aufmerksamkeit und als Spiegel für die Leute, die auf sie schauen, um ihre eigene Schönheit im Außen zu sehen und nicht zu kapieren, dass es ihre Schönheit ist, die sie sehen, wenn sie eine Angelina Jolie oder so angucken. Oder einen Brad Pitt. Ne? War auch ein hübscher Kerl. Ich sehe den auch gern. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, dass es meine Schönheit ist, die ich da rein interpretiere. Und dann habe ich es auch irgendwann und habe gesehen, mein Gott, bist du schön. Icke, selber, bist du in der Lage, Schönheit wahrzunehmen? Wahnsinn. Ist, und das ist das Überwältigende in mir, nicht, dass der andere das auslöst, sondern das Gefühl in mir der Schönheit. Das ist meine Schönheit. Wenn ich in der Lage bin, jemanden schön zu finden, dann bin ich der Schöngeist. Töricht, wer sich vor den Spiegel stellt und da was anderes macht, als was er mit seinen Idolen, Vorbildern, Prominenten macht, die anzuhimmeln, da in der Lage seine Schönheit zu empfinden. Und dann, das ist natürlich ein designtes Spiel, ne? Ganz klar. Aber wenn man sich mal ein bisschen Gedanken drüber macht, dann fruchtet das auch nicht mehr. Und das ist so schön. Es ist so schön, einfach seinem Spiegelbild mal freundlich zu begegnen. Nicht kritisch. Ich habe wirklich irgendwann angefangen, in den Spiegel zu lächeln. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, verdammt, da ist auch verdammt viel mehr drin. Wenn ich heute mein Spiegelbild im Spiegel sehe, grüße ich meinen Kumpel. Mein Bruder, ich bin auch nur ein Teil auf Augenhöhe des Ganzen. Also darf ich mich auch selber auch so wahrnehmen. Gleichwertig. Genauso verdient wie jedem anderen, dem ich irgendwas zugestehe. Dass das auch, das, ne? Wir haben so ein gestörtes Verhältnis zum Geben und Nehmen. Durch diese komische Finanzwirtschaft, dass wir das gar nicht mehr können. Wir geben, wir geben, wir geben. Und dann beschweren wir uns, dass wir nichts zurückkriegen. Es liegt aber nicht daran, dass irgendjemand nichts geben würde, sondern wir sind nicht in der Lage zu nehmen. Das ist das Problem. Und wir die ganze Zeit denken, wir hätten es nicht verdient. Und uns schuldig fühlen. Oh. Arme Schwattokato. Miau!
Noch Fragen? Ich habe keine mehr. Ich musste das mal loswerden. Danke, Tune. Danke, Tune. Wir rauchen mal Tank an. Eine Stunde. Pff. Stopp. Au Reservoir, Tel Aviv. Bye bye.